Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Crystal Edition. Wir sind übrigens im Radioturm und für Trainer sind Pokémon wie Lebenspartner. Es ist schrecklich, wie Team Rocket versucht, alle Pokémon zu kontrollieren. Und wir kämpfen gegen Team Rocket. Mir wurden strikte Befehle erteilt. Ich soll jeden, der Team Rocket herausfordert, pulverisieren. In der letzten Folge hat unser Garados uns ja einen super genialen Dienst erwiesen. Mal sehen, ob das diesmal wieder der Fall sein wird. Smoggon! Smoggon! Los, Garados! Hier setzen wir wieder die Drachenwut ein, da die Flammenattacken sehr viel bringen sollten. Ein Finale. Das ist natürlich fies. Und damit ist Garados kaputt gegangen. Eieiei. Holen wir unser Enteron in den Kampf. Das war natürlich eine ganz fiese Sache von ihm, jetzt mit seinem Smoggon ein Finale zu machen. Wir setzen Surfer ein. Yay! Zubat! Nein, wir wechseln das Pokémon nicht aus. Konfusion! Bam! Sehr effektiv! 265 Erfahrungspunkte! Yay! Und ein Radfratz! Wir wechseln das Pokémon nicht aus. Und nochmal Konfusion. Nach einem Ruckzuck-Hieb. Bam. Und damit ist Ratzfratz besiegt. Enteron erhält 280 Erfahrungspunkte. Und Rockertrübe ist besiegt. Was? Knight erhält 920 Pokédollar und schickt einen Teil davon nach Hause. Yay. Und wir heilen unser Gardas. Und wir haben nichts zum Wiederbeleben. Das ist natürlich nicht so toll. Dann machen wir einfach mal so weiter. Was haben wir an erster Stelle stehen? Unser Muggelbaum. Na, dann setzen wir mal einen Muggelbaum ein. Es ist ein tolles Gefühl, Pokémon für Verbrechen einzusetzen. Du musst es wissen. Und er hat nur ein Pokémon, das sollte sich eigentlich machen lassen. Smogmog. Smogmog, Smogmog. Los, Muggelbaum. Und wir setzen Steinrabe ein. Bam, bam. Bamsen. Bamsen. Yes. Zieht die Hälfte ab. Das geht. Genauigkeit sinkt. Steinrabe. Bam, bam, bam. Bam! Bamsen! Jetzt war's aber. Volltreffer. Muggelbaum erhält, oh, 900 irgendwas Erfahrungspunkte und erreicht Level 35. Rocketrübe wurde besiegt. Machst du Witze? Knight erhält 1040 Pokédollar und schickt einen Teil nach Hause. Oh Gott, was macht ein fremdes Kind hier? Wer bist du? Ist ja ein Stück gerade Sorgen, hä? Träumst. Der Forscher Ingo möchte kämpfen und der Ingo sitzt ein Magnetilo in den Kampf. Das ist natürlich was ganz Nettes. Los, Muggelbaum, setz deinen Steinhagel ein. Bam, 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 bam. Bamsen. Das war's. Nicht. Wow. Paralysiert. Genau. Dreschflegel. Zeigt keine Wirkung. Dreschflegel. Bam. Okay. Ah, oh, Muggelbaum, du dummes Schwein. Bam. Bam, 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 bam. Kaputt.
514 Erfahrungspunkte. Yay! Yeah. Nein. Habe ich irgendwas, was die Paralyse aufheben kann? Nee, haben wir nicht, leider. Also nochmal Steinhagel. Bam, bam. Bam. Nochmal Steinhagel. Bam, 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 bam. Bam. Treffer, tot. 514 Erfahrungspunkte. Yay! Magnetilo. Wir wechseln das Pokémon immer noch nicht aus. Noch einmal Steinhagel. Jetzt wird's natürlich knifflig. Verwirrung und Paralyse. Bam, 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 bam. Tod! Yay, man beschreit und es funktioniert. Obwohl die Attacke nicht sehr effektiv ist. Magnetilo wurde besiegt. Mogelblom erhält 514 Erfahrungspunkte. Der Forscher Ingo wurde geschlagen. Ins Gesicht. Tss. Ich habe dich nicht ernst genommen. Knight erhält 2700 Pokédollar und schickt einen Teil nach Hause. Dafür wechseln wir unser Pokémon an der Spitze gleich mal aus mit nicht zurück. Enthorn. Wieso gehe ich auf Status? Tausch. Und wir haben immer noch Megani am Schluss stehen, was uns sehr viel helfen kann. Der Anführer von Team Rocket hat sich selbst eingeschlossen. Aber die Identität, die ja in den Tant sitzt, besitzt einen Schlüssel. Du findest ihn im vierten Stock. Bitte rette ihn. Und damit sind wir hier oben. Wir bekämpfen sie alle, los, raus damit. Du hast vor, den Intendanten zu retten. Dies wird nicht möglich sein, da ich dich besiege. Wir werden sehen. Rocket Rüppel möchte kämpfen. Mit drei Pokémon, er setzt einen Zubat ein. Da wissen wir, wie wir rangehen sollten. Wir nehmen Konfusion. Bam. Dieser Attack ist sehr effektiv. 253 Erfahrungspunkte. Ein Golbat. Wir wechseln nicht und setzen nochmal Konfusion ein. Ein Pokémon, das fast nur aus Fresse besteht. Bam. Es hat nicht ganz sollen sein. Wow. Ey, weil du nichts anderes kannst, du Scheißvieh. Los, Konfusion. Das hat mal gesessen. Die Attacke ist wieder sehr effektiv gewesen. 879 Erfahrungspunkte. Und setzt einen Slimer ein. Ja, wir wechseln das Pokémon. Wir nehmen einfach mal unseren Megani. Enter und kommt zurück. Los, Megani! Wir nehmen Rasierblatt. Bam! Nicht effektiv. Okay, die Attacke von ihm war sehr effektiv. Body Slam! Besiegt! 423 Erfahrungspunkte. Nein! Unglaublich! Knight erhält 88 Pokédollar und schickt einen Teil nach Hause. Okay, und hier wird's das nächste Mal auch weitergehen. See you later, Leute.